Een heel goede avond. Vandaag sluiten we onze reeks Hitlers helpers af met een naam die u wellicht weinig zegt. Roland Freisler. En toch was zijn rol in Nazi-Duitsland groot. Hij had de leiding over het Volksgerichtshof. Hitler had die rechtbank zelf opgericht om zaken van landverraad te behandelen. Zeg maar, om hen die het niet eens waren met de nazi-lijn te berechten. Freisler, die het ver wilde schoppen met de hulp van de partij, deed wat er van hem werd verwacht. Hij veroordeelde duizenden dissidenten tot de doodstraf. Soms werden ze nog geëxecuteerd op de dag zelf van hun vonnis. En de beroemdste zaak van Freisler is gefilmd. Het proces tegen de militairen die een aanslag hadden beraamd op de Führer. De beelden van de gruwelijke executies liet Goebbels als les projecteren in legerafdelingen. Maar soldaten weigerden te kijken naar hoe de daders werden opgehangen aan vleeshaken. De beelden over het proces zijn bewaard en deden dienst als bewijsmateriaal in Nuremberg. Ze tonen hoe Roland Freisler de beklaagden vernedert, beschimpt en ontmenselijkt. Uit dat schokkende materiaal is geput voor het volgende portret van de bloedrechter. U vergeet nooit meer wat nazi-justitie heeft betekend. In de zomer van 1944 stort het Oostfront in. De Duitsers gebruiken de tactiek van de verschroeide aarde. Elke dag sneuvelen 10.000 soldaten. In Berlijn wordt een militaire coup beraamd. Enkele samenzweerders bereiden een moordaanslag op Hitler voor. Resultaat: 4 doden en 12 zwaar gewonden. Hitler overleeft de bomaanslag en zweert genadeloos wraak te nemen. Dat zal jeder voor alle toekomst wissen. Als wenn er die hand zum Schlag den Staat erhebt, der sichere Tod sein Los ist. In september 1944 wordt in Hitlers hoofdkwartier een film vertoond over het werk van Roland Freisler, de opperste nazirechter. De voorstelling brengt Hitler tot bedaren. Bonne, die zijn ja een schepjaulum! Die Verkörperung des Bösen. In ziemlich reiner Form. Denn er konnte sich ja ausleben. Anderen war es vielleicht nicht so gestattet, ihre Bosheit preiszugeben. Also, und werden Sie hier nicht unverschämt? Er ist ein Karrierist gewesen und er wäre wahrscheinlich eben unter einer anderen politischen Flagge auch etwas geworden, weil er sich dann ganz der Macht verschrieben hätte. Er konnte sich einrichten. Er war kein Mann mit eigenen klaren Grundsätzen. Die Prinzipien sind al vastgelegd door Hitler. De tiran wil geliefd zijn. Wie tegen hem is, wordt genadeloos vervolgd. Am 30. januari zijn in Duitsland de Würfel gefallen. En ik glaube niet dat die Gegner die damals nog hebben, heute ook nog lachen. Ook tegen de eigen bevolking wordt oorlog gevoerd. 40.000 mensen betalen met hun leven. Deze magistraten zijn de onbarmhartige soldaten. Roland Freisler is hun generaal. Den
Sie ein, dass das ein Verrat war? Jawohl. Jawohl. Wie erklären Sie sich, dass Sie dazu gekommen sind? Sagen Sie es! Sie weinen. Manchmal ist Weinen keine Schande. Was wollen Sie denn mit den Tränen in den Augen sagen? Ich will damit gar nicht sagen, Herr Kollege. Aber Sie bedeuten doch etwas. Bedeuten Sie, dass Sie so etwas nochmal tun würden, wenn das Leben Sie noch einmal so führen würde? Nein. Nein! Aber es gibt eben Fälle, wo es eine wirksame Reue nicht mehr gibt. Und dann haben wir halt den Eindruck eines besessenen, machtbesessenen Lüstlings, muss man schon sagen, es muss ihm auch ein hohes Lustgefühl bedeutet haben, die Leute da ängstlich zittern zu sehen und zum Tod zu verurteilen. Augustus 1914. Het Vaderland roept. Veel jonge mannen trekken vol enthousiasme naar het front. Onder hen Roland Freisler, een 20-jarige student rechten. Een vlijtige streber. Zelfs als krijgsgevangene in Rusland valt hij op. De Bolsjewiki maken hem kampcommissaris. Na de oorlog neemt hij de draad weer op. Hij wordt advocaat. Freisler maakt naam als verdediger van fascistische straatvechters. De rabouwen van de SA horen tot zijn beste cliënten. Jetzt kam es zu Prozessen. Wo Linke vor dem Gericht standen wegen Landfriedensbruch und NSDAP oder SA-Leute vor dem Gericht standen. Und da war es unser Roland Freisler, wir nannten ihn auch den rasenden Roland, der regelmäßig jetzt die Verteidigung seiner SA-Rabauken vor Gericht übernahm. In seiner Wohnplatz Kassel will Freisler via der Nazi-Partei Karriere machen. Bij de NSDAP heeft hij handen vol werk. Er war kein schlechter Rechtsanwalt. Vor allen Dingen, wenn er seine Gesinnungsgenossen vertrat, nicht wahr? Das war etwas von war, ganz, ganz erfreut. Also, das war nachhaltig, nicht wahr? Da war er ein großer Mann. Januari 1939. De nazi's grijpen de macht in Berlijn. In Kassel doet Freisler het op zijn manier. Da hat dann an diesem Tage hat der Freisler angeordnet, jetzt stürmen wir das Rathaus. Und dann sind sie ins Rathaus rein und haben die Hakenkreuzflagge auf dem Rathaus gehisst. Er wollte sogar das Gebäude des Gerichts, des Oberlandesgerichts, wollte er sogar besetzen. Er war ja Jurist und wollte damit andeuten, jetzt weht auch in der Justiz ein anderer Wind. De Duitse Republiek wordt ontmanteld. Einde van de scheiding der Machten. Ook het gerecht moet in de pas lopen. Mannen als Freisler dringen zich naar voren. Maar te veel mensen weten nog van zijn collaboratie in het Russische kamp. Er is ja ook bezeichnenderweise. Ist er ja nie Reichsjustizminister geworden, was er von Anfang an nach der Machtübernahme in 1933 anstrebte, sondern er wurde lediglich und das auch nur vorübergehend Staatssekretär im Reichsjustizministerium. Ich habe gesehen, der Versuch glückt, denn ich sehe, dass Sie als Soldaten des nationalen Sozialismus und damit Träger des neuen Staates, als diejenigen, die das Rückgrat des Staates, seine Rechtspflege verwalten wollen, innerlich freudig mitmachen. Februari 1933, de Reichstag brandt. Het proces tegen de vermoedelijke brandstichters is een eerste grote test voor het gerecht. De rechtbank in Leipzig veroordeelt maar één van de beschuldigden,
De anderen gaan vrij uit. Hitler is woedend. Het volk is een bewachter, stand er drauf, een veeluurteil. Dem Hitler war das zu wenig, dass die freigesprochen worden sind, vor allem die zwei. Und dann ist im Frühjahr 1934 deshalb der Volksgerichtshof installiert worden. Ich glaube, es war 1934 dann, ja. Weil die normalen Gerichte dem Hitler zu wenig streng waren oder zu wenig gläubig waren. Das war der eigentliche Grund, dass die politischen Dinge dann durch den Volksgerichtshof erledigt wurden. Afhandelen betekent alle tegenstanders achter de tralies brengen. Communisten, vakbondsleden, sociaaldemocraten. Voor de nieuwe nazi-justitie zijn het allemaal verraders van de staat geworden. Het recht zelf krijgt een nieuwe inhoud. Der Nationalsozialismus ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel des nationalsozialistischen Rechtsdenkens geworden. Und wenn ich, mein Führer, als einer Ihrer ältesten Kameraden sage, durch die Beziehung des deutschen Volkes zu Ihnen ist zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Volkes der Begriff Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden. Liefde voor de Führer. Zij die het meest van hem houden, worden zijn eerste slachtoffers. Ernst Röhm, chef van de SA, wordt vermoord. Machtsmisbruik hult zich in wetteksten. Gesetz is gesetz, was im Gesetzblatt drin steht. Wenn da steht, die Radfahrer werden hingerichtet, dann sagt der Richter, ja, sie sind Radfahrer. Da steht ja, muss es zum Tod verurteilen. Dieser Positivismus, der Glaube an das Gesetz und der Vernachlässigung des Rechts, ist der Hauptfehler dieser Leute gewesen. Aber Angst spielt auch eine Rolle. Ook de slachtoffers zijn bang. Tienduizenden Duitsers vluchten voor de terreurjustitie. Ze verlaten het land en emigreren. Die gesamte Gesellschaft verrottet. Das Gift ist in den Blutbahnen drin. Keiner vertraut mehr dem anderen. Und das war genau in einem Staat, der als höchstes Ziel die Volksgemeinschaft, die Freundschaft aller Deutschen untereinander postuliert. Het Derde Rijk houdt de schijn op. Achter de mooie façade vieren verklikking en wantrouwen hoogtij. En Roland Freisler gaat op studiereis. Er is ja in de, ik geloof 38, zu dem Tukhatschewski-proces naar Moskou gefahren. En had bij de Anklage van Wyszynski is der. Had hij hospiteerd. In Moskou maakt Freisler kennis met de Sovjet-justitie. Ничего идеологического, что когда-то в какой-то мере у некоторых из участников этого блока было, то давным-давно растеряно, утрачено, давным-давно исчезло. Истлела в смрадном, отвратительном шпионском подполье. Фрайслер kann hier noch was lehren. Natürlich gefiel das Leuten wie dem Himmler und so. Und dann sagte man, der Mann ist hundertprozentig, dem kann man vertrauen. Und mir sagte einmal, ein wichtiger Mann, seien Sie froh, diese Leute mit schlechtem Gewissen, das sind die einzigen, die wir sicher haben. Die kunnen gar niet meer woanders heen. Duitsland in de zomer van 1939. Alles is onder controle. Het is de rust voor een vreselijke storm. Hitler vindt dat de tijd rijp is. Het volk heeft zogenaamd levensruimte nodig. In
In september 1939 valt het Derde Rijk Polen binnen en schendt daarmee het volkenrecht. In Duitsland wordt op militaire wijze recht gesproken. Freisler eist dat de justitie een tankdivisie van de rechtspleging wordt. Ik ben een politischer soldaat meines Führers Adolf Hitler. Also diesen Slogan, dieses Wort hat öfters mal gebraucht. Wie de waarschuwing in de wind slaat, belandt onder de guillotine. Enthauptung war noch eine Gnade. Erschießen oder hängen, das war Verrätersache. Und hier war es die Widerstandssache. Ne? Er ist dann enthauptet worden und die ihn zum Schafott geführt haben, die haben dann zu meinem Vetter gesagt, wir können ja nichts dazu. Da hat er gesagt, ich bin ja nicht zu bedauern, sondern Sie sind zu bedauern. Ich bete für Sie. Na de overwinning in Frankrijk staat Hitler op het hoogtepunt van zijn macht. Het volk staat schijnbaar helemaal achter hem. Taferelen van massahysterie, maar toch is niet iedereen besmet. Die Verschwörung war ja eine sehr langwierige Geschichte. Es ging immer wieder schief. Musste neu aufgebaut werden oder es kam irgendein großer Sieg, dass man sich sagen musste, es ist unmöglich, ihn jetzt umzubringen. Man konnte ja nicht, nachdem der Frankreich-Feldzug siegreich beendet war, in 6 Wochen, konnte man ja nicht Adolf umbringen, hätten die Leute nicht verstanden. Im Mosaiksaal der neuen Reichskanzlei fand der feierliche Staatsakt für den verstorbenen Reichsjustizminister Dr. Gürtner statt. Hitler zoekt een nieuwe minister van Justitie. Freisler is kandidaat, maar de Führer ziet dat niet zitten. Hij heeft Freisler nodig voor het vuile werk, voor het Volksgerichtshof. Iemand moet immers de bloedhond zijn en die taak is voor Freisler weggelegd. Mensen worden opgesloten onder het mom van hechtenis ter bescherming van de staatsveiligheid. Velen belanden in een concentratiekamp. De nazi-justitie laat mensen zelfs uit voorzorg verdwijnen. Dat was natuurlijk een der hauptgründe voor deze schrecklichen ontwikkeling, dat die nationalsozialisten zich dat recht so zurechtgezimmert haben, wie es für ihre Zwecke nützlich war. Um einen ganz eklatanten Fall herauszunehmen, es gab ja das sogenannte Heimtückegesetz. In diesem Heimtückegesetz konnte man eigentlich alles machen, was einem gerade einfiel. Es war ein derartig dehnbarer Gummiparagraf, dass jeder, der nach dem Heimtückegesetz angeklagt wurde, eigentlich, wenn das Gericht es wollte, verloren war. Verloren zijn ook de Joden. Ze worden als groep van al hun rechten beroofd. Lente 1942. In een villa in Berlijn komt een groep nazi-kopstukken bij elkaar om de strategie van de Jodenvervolging te bespreken. Onder hen ook Roland Freisler. Maar ook de Arische Duitsers moeten verder worden aangepakt. Britse radioprogramma's tasten het moreel aan. We hebben met George BBC London en Luxemburg gehoord.
Aber wir haben natürlich geachtet, dass die Fenster dicht verschlossen waren, die Türen dicht verschlossen waren. Und dann haben wir gehört, sofern es nicht gestört war. Wurde ja auch oft gestört, BBC-Sendungen, ne, von Nazis. Da stand anfangs an die Todesstrafe drauf und zumindest die Zuchthausstrafe. Wie in deze zaal wordt voorgeleid, is weerloos overgeleverd aan Freisler. Ihnen werden wir fertig, Sie sind nicht berufen, hier wie ein Urteil anzumaßen, nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, auf die Verräter am nationalsozialistischen Großdeutschen Reich und damit an unserem deutschen Volkssinn, darüber zu äußern, so wie es Ihnen gebührt. Dann sagt der Vorsitzende, Sie brauchen nicht so lachen. Wenn wir Sie zum Tod verurteilen, dann sind Sie Nachmittag um 3 Uhr hingerichtet. Das ist eine ernste Sache. Sie haben ja gehört, was der Staatsanwalt beantragt. Dann geht der aus der Anklagebank raus, stellt sich an den Richtertisch hin. Dann denke ich mir, was ist jetzt los? Dann stehe ich endlich vor einem gerechten Richter. Müssen Sie mir vorstellen, da ist mir kalt über den Buckel gelaufen. Wie nicht will bekennen, wird gefoltert. Bij de Gestapo spreken ze van een doorgedreven verhoor. Daar heb ik dan een aanzoek van mijn man teruggericht. Dat was dus totaal bloedig in drin. Angefangen van Schwegen of sonst was, of weitere dingen. Dat man, wat man bij anderen gemacht hat, dat man also da unter die Nägel gegangen is, dat heb ik me niet voorstellen kunnen. Dat heb ik me ook gar niet voorgesteld. Maar toch was dat het ware gelaat van de nazi-justitie. Alleen wie zichzelf verloochent of zich van de domme houdt, kan nog hopen op genade. Ik wil nog iets zeggen. Dat mir persoonlijk verbrecherische gedanken vollkommen fern lagen. Dat ik in mijn Tätigkeit nur één Gedanken hatte, namelijk die Nachrichten zu brengen, die Führung und die Truppen zu führen brauchte. Ich hatte einen sehr geschickten Rechtsanwalt, das wusste ich aber vorher nicht. Den hatte ein Freund von uns besorgt, mir besorgt. Und der hat das sehr psychologisch, sehr geschickt. Ich, armes, arisches Mädchen, vom bösen Judenbuben verführt. Und auf diese primitive Tour sind die angesprochen, stellen sich das vor. Im Namen des deutschen Volkes. Dass Wilhelm Küber bewusst die Verräter unterstützt, lässt sich nicht zur Gewissheit erhärten. Ebenso wenig, dass er zersetzende Äußerungen in der Wehrmacht pflichtwidrig nicht gemeldet hätte. Er wird deshalb von diesen Vorwürfen freigesprochen. Een Freispraak betekent niet altijd de Vrijheid. Und während er mein Urteil vorliest, da kommt einer von hinten. Und ich konnte ja nicht sehen, wer das war. Ich konnte nur sehen, dass er Zivil da hatte. Und hat mir ins Ohr geflüstert, das ist ganz egal, was du hier kriegst und wie viel du hier kriegst. Wir bringen dich ins KZ. Stalingrad, het begin van het einde. Aber nach Stalingrad, das war mit Sicherheit der Wendepunkt und das merkte man schon in der Bevölkerung. Und da hatten dann auch sicher die Gerichte sehr angezogen, um Terror zu setzen. Er ist weinig verzet. In München roepen Studenten von der Gruppe Die Weiße Rose op tot Aktie. Ze verspreiden Pamfletten. Man hat's geahnt. Sie haben ja die Nieder mit Hitler, Hitler der Massenmörder, sowas, das haben sie irgendwo in die Nähe von der Universität an die Wand geschrieben. Hans und Sophie Scholl werden betrapt, wanneer sie Pamfletten von einem Balkon gooien. Die Concierge von der Universität verklickt hen. Aber die wirkliche Substanz dieser Gruppe war, dass es Freunde waren. Man konnte sich letztlich nur noch auf Freunde verlassen, nicht auf Kameraden und nicht mal mehr ganz auf die Familie.
De bruine medestudenten helpen bij de arrestatie van hun makkers. Dit is een zaak voor Freisler. Hij reist af naar München. Der hiesige Gauleiter hat gesagt, man muss diesen Prozess ganz groß aufziehen, um ein Exempel zu statuieren. Ich glaube, das hat der hiesige Gauleiter Kiesler veranlasst und auch veranlasst, dass die sofort hingerichtet wurde. De zaak komt voor in het Justitiepaleis van München. Alles wordt afgehandeld op één enkele dag. Op het einde daarvan velt Freisler 3 doodvonnissen. Daarvan schrie er auf, geradezu mit Vergnügen. Ich habe hier kein Gesetzbuch bei mir. Ich brauche kein Gesetzbuch, mein Herr. Hier spricht das Volk. Dann saß sein Beisitzer, der war ein Oberlandesgerichtsrat. Der genierte sich und schob ein Buch rüber und sagte, Herr Präsident, ich habe eines dabei. Daraufhin nahm Freisler das Buch und warf es vom Richtertisch so auf die Rechtsanwälte zu. Das war so ein glatter Boden wie hier und das schlitterte da so und gab dann in etwa dem Inhalt nach triumphal den Satz von sich. Wir brauchen hier kein Gesetz. Wir kommen auch ohne dies zu einem Urteil. In München-Stadelheim worden Hans en Sophie Scholl, broer en zus, nog diezelfde dag terechtgesteld. De Volksrechtbank werkt als een machine. 2100 doodvonnissen in 1944 alleen. 6 per dag. In naam des deutschen Volkes. Erschütternd war ja der Aufschrei zum Schluss dieser Mutter. Also es ging mir durch Mark und Knochen. Als der Richter das Todesurteil aussprach, sie werden zum Tode verurteilt, dann schrie die Mutter auf der letzten Reihe auf voller Entsetzen, weil ihr Sohn zum Tode verurteilt wurde. Und da sagte der Richter, Herr Freisler, kaltschnäuzig, schaffen Sie Frau raus, geben Sie ein Glas Wasser. Op 6 juni 1944 landen de geallieerden in Noord-Frankrijk. De dagen van het naziregime zijn geteld. Aan het oostfront verslaan de Russen de heeresgroepen Mitte. De krijgsgevangen Duitse soldaten worden als vee door de straten van Moskou gedreven. De tijd is rijp voor een actie tegen de tiran. Maar wie zal de zaak in handen nemen? In Londen vindt het verzet geen gehoor meer. Is waar? Etwas Unerträgliches, was man nicht länger hinnehmen konnte. Und natürlich war es zum Ende des Krieges und ohne die Zusage der Militärs mitzumachen, ohne die Zusage der Alliierten und bei der noch herrschenden Mentalität der Deutschen, die einfach sich zu tief hatten einlassen müssen mit den Nationalsozialismus, war es eine ungeheuer gewagte Sache. Alleen de militairen kunnen Hitler ten val brengen. Hier in het zenuwcentrum van de samenzweerders beseft men allang dat de oorlog verloren is. Het Derde Rijk ligt in puin. Verscheidene moordaanslagen op Hitler mislukken. Ze beramen een nieuw plan, operatie Walküre. Het leger moet de macht in Duitsland overnemen en proberen een einde te maken aan de oorlog. Maar dan moeten ze wel eerst Hitler ombrengen. Wer kann denn dagegen angehen? Das können nur Leute in Dienststellungen wie du und andere, die über Truppen verfügen, weil man mit der Macht das nur machen kann. Man muss ja die anderen eben lahmlegen können. Und da hat er mir wieder nach einer Pause gesagt, es gibt eine Gruppe von Männern, die sich mit dem Gedanken befasst und der Umsturz wird eines Tages gewinnen. Wie durft het staatshoofd te vermoorden? Niemand van de samenzweerders komt ook maar in de buurt van Hitler. Pas wanneer graaf Stauffenberg in het hoofdkwartier van de Führer wordt ontboden, doet zich een nieuwe kans voor. Voor de 20 juli
da hat mein Mann dann gesagt, wenn jetzt mein Schwager Werner anrufen würde und sagen, morgen soll es stattfinden, dann muss der Film abrollen. Op 20 juli 1944 is Stauffenberg om 1:30 middags bij Hitler. Stauffenberg zet de aktentas met de bom onder de vergadertafel, maar kolonel Brandt schuift ze verder door. De bom ontploft, maar de zware voet van de tafel beschermt Hitler tegen de grootste kracht van de explosie. Hij overleeft de aanslag. Ik versuche immer den Stauffenberg zu verteidigen, denn er war der einzige, der diesen Putsch durchführen konnte. Denn die alten Generale, die da mitmachten, das waren ja Trauergestalten. Binnen enkele uren doofde de militaire putsch uit. De samenzweerders hielden lijsten met namen bij. Voor de Gestapo een gedroomd geschenk. Voor Freisler slaat nu zijn mooiste uur. Begin augustus begint het proces in Berlijn. Wochen nach der Tat verhandelt der Volksgerichtshof gegen 8 der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter, die an dem Verbrechen des 20. Juli führend beteiligt waren. Erwin von Witzleben, Erich Höppner, Friedrich Karl Clausing. De reportage over het proces haalt nooit het weekoverzicht in de bioscopen. Het ministerie van Propaganda is bang dat mensen aanstoot zullen nemen aan de manier waarop Freisler de zittingen leidt. Ook collega's rechters ergeren zich aan de manier waarop de samenzweerders worden berecht. Officieren die zich beteiligen aan een attentat op het staatsoberhaupt im Kriege zum Tode verurteilt werden, kan man niet beanstanden. Maar die Art und Weise, wie das durchgeführt wurde, sowohl im Verfahren wie in der Exekution, hat also in keiner Weise die Zustimmung von dem Gegenteil. Das wurde als abscheulich angesehen. Der Angeklagte stief bei seiner Aussage über die Heranschaffung des Sprengstoffes. Es sind ja auch Leute gefragt worden, warum haben Sie das nicht gemeldet? Und da hat einer gesagt, aus Menschlichkeit, nicht? Und der ist überhaupt nicht mehr zu Worte gekommen. Da hat der Freisler geschrien, aus Menschlichkeit, aber dem Führer eine Bombe unter den Hintern legen, hat Hintern gesagt, nicht? Hintern legen, das ist Menschlichkeit. Also Sie sind ja und was weiß ich. Da kamen diese paar Tiraden, nicht? Ganz laut und mit Ihnen will ich nichts mehr zu tun haben. Nicht? Bei dieser Gelegenheit in erster Linie von General Wagner und General Lindemann über politische Dinge gesprochen und die Notwendigkeit von politischen Dingen waren die Frage der Besetzung, der Regierungsbildung dieser Fragen. Wagner, ja, wenn Sie politische Dinge in Frage der Besetzung der Regierungsbildung verloren, mein Verbrechensgenosse, Graf von Stauffenberg, haben Sie da gemeldet? Sagen Sie ruhig laut, wenn Sie leiden. Freisler wil de beklaagden hun waardigheid afnemen, maar slaagt daar niet in. Anscheinend had Freisler immer zu gebrüllt, Schurke Schulenburg. Aber einmal sich vertan und gesagt, Graf Schulenburg, worauf Fritzi sich verbeugt hätte und gesagt hätte, Schurke Schulenburg, bitte. Freisler wil de beklaagden totaal vernederen. Generaal Höppner verschijnt in een gebreid jasje en zonder kunstgebit. Welche zoologische Charakterisierung hätten Sie denn als gerichtliche Angesehen für das, was Sie getan haben? Denn Esel ist eine Sache des Intellekts. Schweinehund ist eine Sache des Charakters. Wiese oude vent, waarom friemelt u voortdurend aan uw broek? Schreeuwt Freisler tegen veldmaarschalk Witzleben, die zonder bretels op de zitting moet verschijnen. Toch toont geen enkele hoofdbeklaagde berouw over de samenzwering. En dan had hij eben gezegd: wir hebben deze taat op ons genomen,
um Deutschland vor namenlosem Elend zu bewahren? Ich weiß, dass ich dafür gehängt werde. Ich bereue die Tat aber nicht. Ich hoffe nur, dass ein anderer in einem günstigeren Augenblick sie vollführen wird. Im Wesentlichen gedacht an die vielen Morde. Morde? Die im Inland und im Ausland. Sie sind ja ein schäbiger Lump! Brechen Sie unter der Gemeinheit! Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter? Herr Präsident, auf meinem... Ja oder nein? Auf eine klare Antwort! Nein. Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend! Het publiek in de rechtszaal bestaat alleen uit trouwe dienaars van het regime. De familieleden van de beklaagde wachten buiten. Ik merkte dat ik am richtigen Platz war, weil ich diese erschreckende Laute irgendwie ungeheuer aggressive, bösartige Stimme von Freisler durch die Türen durchhörte. Ich weiß heute nicht mehr, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ich glaube, denn ich konnte meinem Mann ja eigentlich nur schaden, indem ich da erschien. Denn er musste ja fürchten, was passiert mit ihr, wenn sie hier in der Höhle des Löwen erscheint, wenn ich überhaupt reinkäme. Und ich kann es mir nur so erklären, dass es einfach unerträglich war. Darüber kann ich heute eigentlich noch nicht richtig sprechen. Der Präsident des Volksgerichts, Dr. Roland Freisler, verkündet das Urteil. Die Angeklagten werden als eidbrüchige, ehrlose Ehrgeizlinge wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde 2 Stunden nach dem Spruch vollstreckt. Da haben wir dann an draußen erfahren, dass die alle weggefahren sind zur Hinrichtung. Und da bin ich dann an dem Nachmittag noch raus nach Plötzensee gefahren und habe dann den Wächter an der Pforte gefragt, was ist denn mit den Leuten passiert, die heute hier eingeliefert wurden. Ja, die heute Nachmittag kamen, zwischen 3 und 4, da lebt keiner mehr. Hitler beveelt dat ze de samenzweerders moeten ophangen als slachtvee aan vleeshaken. En zo geschiedt. Het was bijna wie een bevrijding. Denn dan had ik toch het empfinden dat er diesen schrecklichen Druck und Scheußlichkeiten der Gestapo nun entgangen war, dass er nun bei Gott war. 3 februari 1945, de laatste werkdag van Roland Freisler. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Freisler is aan het werk. Vandaag wil hij enkele jonge officieren uitleveren aan de scherprechter. Om 10.39 uur loeien in Berlijn de sirenes van het luchtalarm. Om 10.40 uur bestoken Amerikaanse bommenwerpers het stadscentrum. Freisler schort de zitting op en vlucht de schuilkelder in. Om 11:02 stelt Freisler vast dat een paar processtukken nog in de rechtszaal liggen. Hij gaat ze meteen halen. Freisler is dienstvaardig tot zijn ondergang.
Om 11:08 raakt een voltreffer de rechtszaal. Freisler overlijdt aan een schedelbreuk. Onder een regen van bommen komen 20.000 mensen om. De Beul sterft een anonieme dood. Er war einer von denen, die wahrscheinlich, wenn er nicht umgekommen wäre, mit Hitler bis zum Schluss gefochten hätte, vielleicht ums Leben gekommen wäre. Kann möglich sein. Kann mir nicht vorstellen, dass er versucht hätte, irgendwohin zu verdrücken, weil das gar nicht ging. Freisler wordt in Dahlem begraven. Op de begrafenis is niet eens de Rijksminister van Justitie aanwezig. Freisler krijgt geen eigen grafsteen, maar wordt bijgezet in de familiekelder van zijn vrouw. Na de oorlog doen zijn vrouw en zijn kinderen afstand van de naam Freisler. Tot vandaag willen ze niets meer met hem te maken hebben. Am Ende des Krieges haben sich deutsche Richter verteidigt, indem sie gesagt haben: Schauen Sie meinen Schreibtisch an. Und meine Regale, ich habe 4000 Denunziationen vorliegen. Ich habe nur 1200 verurteilen können. Ich habe es nicht mehr geschafft. Van Hitlers bloedige rechters volgt nauwelijks één de Führer in de dood. Ze hadden trouwens maar weinig te vrezen. Van de 258 rechters en ambtenaren van het Openbaar Ministerie van het Volksgerichtshof gingen er 95 na de oorlog gewoon weer aan de slag bij de justitie van de Bondsrepubliek. Dat is meer dan 1 op 3.